über die Funktion Zeichen Blöcke hinzufügen, könnten wir auch den Lageplan hier in die Planzusammenstellung mit aufnehmen. Wir könnten diese Bilder und die zwei Unterschriften verschieben. Wenn Sie merken, dass versehentlich hier etwas mit markiert wird, dann einfach die Steuerungstaste gedrückt halten und durch einen zweiten Mausklick die Markierung wieder rausnehmen, beziehungsweise für die Texte wieder einnehmen. Wenn ich diese Bilder exakt in der horizontalen nach links schieben will, kann ich eins machen. Ich gehe hier an die Ecke mit E. Damit hängen die Bilder mit dieser Ecke an meiner Maus und wir können an der linken Seite, an dem linken Bild, die Wandecke fangen mit Y und könnten die Bilder dann entsprechend auf der gleichen Höhe in die richtige Position schieben. Escape. Die Planzusammenstellung lässt sich natürlich auch noch mit Schriftfeldern ergänzen. Wir können, wie gesagt, bei der Ansicht den Layer Außenanlagen ebenfalls ausschalten. Könnten über die Bearbeitungsfunktion ein Schriftfeld laden. Vielleicht auch ein spezielles Schriftfeld für größere Druckvorlagen, Data, Plan, Schriftfelder, Bauantrag hoch mit Logo oder nur Bauantrag mit Logo. So. Könnten über die Funktion konfigurieren. Schriftfeld konfigurieren, einen Seitenrahmen einschalten. Und könnten natürlich auch die Zeichnung und die Texte alle markieren. Und mit gedrückter linker Maustaste die Position so korrigieren, dass die Blattaufteilung einfach ein bisschen symmetrischer erfolgt. Über die Funktion einfügen, Grundrissansicht Schnitt einfügen, hätten wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Schnitt D oder den Subgeschossgrundriss als eigenen Grundriss hier einzufügen. Also Schnitt D, Mausklick,
Auch hier würde man den First des Schnittes in der Höhe so anpassen, dass es vielleicht zu dem benachbarten Schnitt, der hier schon dargestellt wird, passt. Steuerungstaste, der Lageplan, den brauchen wir jetzt nicht. Mit E gehe ich an die Firstspitze des Quergiebels. Damit hängt das Bild an meiner Maus. Und dann gehe ich hier an den First mit Y. Würde vielleicht auch den Text hier vom Schnitt B einfach nehmen. Mit Steuerung C, Steuerung V kopieren. Escape. Könnte jetzt diesen Text hier natürlich ändern. In Schnitt D und Schnitt D.